ist die Galerie links. Und jetzt sind wir schon wieder mit im Kunstmarkt. Wie ihr wisst, die besten Galerien in der Schweiz, die sind in Zürich. Das sind ja die grössten Galeristen. Und Zürich ist die Kunststadt von der Schweiz. Wir sagen zwar, es ist Basel wegen der Art, wegen der Kunstmesse. Aber wirklich, der Bär los ist in Zürich. Und es gehen am meisten Galerien auf und wieder zu. Immer Zürich, Zürich, Zürich. Ich glaube allerdings nicht mehr so an das Galeriensystem. Ich glaube eher, dass in Zukunft Räume wird geben, wo man Kunst sieht. Jetzt komme ich halt schon wieder mit dem Wiffel. So einen Ort, wo man Kunst sieht, wo man gar nicht unbedingt kaufen kann oder muss verkäuflich sein. Aber die Person, die das betreut, Zugriff hat auf die Arbeiten von dieser Person, die sie ausstellt. Und das dann wirklich schön kann verkitschen. Ich sehe nämlich bei den meisten Galeristen das Problem, die verplanen ihre ganze Zeit in ihrem Laden und haben Öffnungszeiten und kommen gar nicht dorthin her. Ich muss nämlich die Leute betreuen, die Kunst kaufen wollen. Und die haben einfach dort und machen nicht gerade viel. Darum haben die Galeristen nämlich nicht gerade der allerbeste Ruf. Allerdings muss man sehen, wenn man als Künstler auf den Fleck kommt, es geht nur mit einer Galerie. Man kommt bis an einen gewissen Punkt und dann geht es einfach nur weiter. Also, ein Galerist ist wirklich der Wettli-Verkäufer. Und wenn der Künstler muss der Wettli-Verkäufer sein, das ist, kommt einfach nicht gut. Es geht wirklich ein bisschen lokal, aber wenn es über das rausgeht, geht es eben nicht mehr. Weil auch die Kuratoren, die die Ausstellung organisieren, an den Kunsthäusern und an den grösseren Orten, die gehen mal zuerst zum Galerist schauen, was gibt es überhaupt an neuen Tendenzen. Die gehen nicht direkt zum Künstler. Ich kann das nämlich auch verstehen, weil der Galerist ist ein neutraler Ort, wo man mal sich einen Überblick verschaffen kann. Und beim Künstler der erwartet er automatisch etwas. Es gibt sogar einen Kurator, der so weit geht, dass er in ein Atelier geht. Das ist der Philipp Bichot, der Direktor von Kunsthalle Bern. Er hat von Anfang an gesagt, ich werde nie ein Atelier anschauen, während dass ich Direktor bei der Kunsthalle Bern. Das kann man jetzt gut finden oder schlecht. Bis jetzt finde ich etwas ziemlich gut gemacht und darum ist es halt Galerie Links ist das Projekt von mir und tut natürlich nur so wie eine Galerie. Und bei der Galerie links gibt es natürlich auch rechts davon eine Galerie. Und die Galerie rechts heisst Düffel und Ratsch. Und die links heisst dementsprechend links Düffel und Ratsch. Und zwar ist es so, der Herr Ratsch, der die Galerie rechts hat, hat eben links einen Ort. Und der Ort ist leer gestanden. Ist er zu mir gekommen und gesagt, ja, ich habe doch mal etwas gesagt an einem Podium zum Thema Mäzenatentum. Er hat da einen Raum und er würde hier etwas finanzieren. Jetzt finanziert er eben die Galerie links. Und die Galerie links ist ein Schaufenster. Funktioniert wie der bei mir von Vogelten. Das ist mir auch nicht gegeben, wie von aber immer, wenn rechts offen ist, kann man dann auch hinter die Kulissen schauen. Und hinter den Kulissen gibt es natürlich die Kunst, die man dann kaufen kann. Aber es steht völlig gelaufen, ist offen. Galerie links geöffnet, 7 Tage pro Woche, 24 Stunden am Tag. Die Galerie links kann man natürlich verkaufen und sie wäre schon bald verkauft worden, dann hätte man das Projekt beerdigen können. Also eigentlich müsste, es läuft ziemlich gut, kann man sagen. Also, wenn das Konkurrenz Bern kaufen würde, sind schon wieder eben Konkurrent weniger. Sie werden ja allerdings nach Genf verkauft worden, jetzt vielleicht auch noch. Das heisst, in Genf geht die Galerie wieder links weiter. Und links, das heisst, also wir müssen uns vorstellen, die muss wieder links vor einer Galerie sein. Die heisst dann Galerie links, vormals links. Und dann irgendwie etwas, einfach der Name von Galeristen, der rechts steht. Oder wenn sie die rechts ist, heisst natürlich die Galerie rechts, vormals links. Und Name von dem. Kompliziert. Und übrigens, zum Konzept gehört, dass der Galerist jedes Mal an der Vernissage statt der Vernissage redet, das Konzept muss laut vorlesen. Und er darf nie länger brauchen als 470 Sekunden. Übrigens, das hier ist eine Ortschaft, die heisst Thun-le-Paradis. Da fahrt der Zug ein. Thun-le-Paradis ist rund 7 Stunden von Thun weg, in der Nähe von Paris, und heisst tatsächlich so. Was das genau ist und die Fahrt dorthin, seht ihr morgen am Abend, das ist jetzt eben etwas, was ihr jetzt schon seht, die anderen noch nicht, morgen am Abend, ab morgen am Abend eben beim Liefer von Gonten.
Vielleicht glaubt ihr es jetzt, dass es Tunnelparadies gibt. Das ist nämlich der Keyhalter oder der Bus. Und vielleicht glaubt ihr es jetzt. Die Stadt Thun empfehle ich gar keine Partnerschaft mit diesem Kaffee, weil es ist immer elend traurig dort. So, und jetzt noch die Malausbildung. So, das ist mein nächstes Projekt. Das heisst, das ist das Projekt, das ich dran bin. Das seht ihr eben jetzt mehr auf Spitzbergen. Spitzbergen ist so, der Tisch ist gerade mein nächster Roman und der wird dann wahrscheinlich im Laufe des nächsten Jahres fertig, ob er dann schon rauskommt. Sehen wir den, er müsste eigentlich, weil mein Verleger macht nämlich ziemlich Druck. Es ist extrem kalt dort, das seht ihr an einer tollen Jacke an. Und es ist extrem leicht, total gut. Man braucht wirklich Spezialbrille. Und selbstverständlich, wenn man zum Kaffee geht, darf man nur mit dem Gewehr rumlaufen. Weil es ist einfach zu gefährlich wegen der Einsperren. Und es ist wirklich Pflicht, ein Gewehr zu tragen. Man muss sich mal vorstellen, er hat einfach jedes Haus im Eingang so ein Räumchen, wo man die Schuhe abziehen muss. Man geht nie den Schuh dorthin, in die Häuser rein. Und dann muss man das Gewehr hier immer in Rechen stellen. Jedes Haus hat einen Gewehrrechen eingegangen. Und die Häuser vor uns sind immer offen, falls einmal ein Einsperr ins Dorf kommt, dass man wenigstens in die nächste Route kommen kann. Das ist vielleicht übertrieben mit den Einsperren, hat man gemeint, bis vor 2 Jahren, wo nachher vor dem einen Kindergarten plötzlich ein Einsperr auftaucht ist. Und hier gibt es nie einen Zäune, nur einen Kindergarten, sie umzugehen. Das war schon vorher. Hier oben hat man im Fall Kohlen abbauen, das rendiert es mittlerweile nicht mehr so. Das heisst, es gibt noch einen Ort, wo man Kohlen abbaut. Und die Russen und Norweger haben hier die Städte gebaut. Eine Stadt heisst Pyramiden. Würde Christian Helme sehr gefallen. Der wusste, Christian hat ein Buch rausgegeben, gerade mit weissen Elefanten. Die weissen Elefanten, das sind Gebäude, die man mal hat gebaut, aber heute schon lange nicht mehr einen Zweck erfüllen. Also der Mitholztunnel ist zum Beispiel in diesem Buch und selbstverständlich auch der Mysterypark. Hier hat er eben noch eine ganze Stadt mit einem Kino, mit Leninstatuen, mit Hallenbad, alles wunderbar und schön konserviert im Ende ist. Ja, das Verrückte ist, als ich im Winter bei der war, auf diesen Spitzbergen, bin ich einfach mit im Wald innen gestanden, was ich gemerkt habe. Und zwar, es hat ein bisschen Schnee, die Bäume werden nicht grösser als 15 cm. Und die Polarwiede sind da, also etwa 15 cm. Stört im Wald gewusst. Was wollte ich noch sagen zu Spitzbergen? Ich habe mich eben dann im Winter extrem darauf gefasst gemacht, dass es wahnsinnig kalt ist. Ausgerechnet in diesem Winter war die Temperatur 13 Grad, das war der Normalstand. Es hat nur geschifft. Wirklich nur geschifft. Geschiffen. Fast einen ganzen Monat, aus der Stimme noch nachgezogen. Das Wasser ist natürlich gefroren, als der Boden ist angekommen. Und irgendwann ist einfach nicht mehr gelaufen. Der Flughafen war zu und die Züge zwar noch landen, aber einfach nicht mehr bremsen. Jetzt haben die aber hier oben eine super Maschine, die sie das Einschwemmen machen können. Und die, das ist wirklich so, die fräst die drüber und dann macht sie nichts anderes als Einschwürfel und dann kommt der Flug durch. Um solche Sachen geht es in diesem Buch auf Spitzbergen und Spitzbergen. Es geht selbstverständlich um Thun, um meine Lieblingsstadt in der Provinz. Eine Weltkarriere werde ich wahrscheinlich nie machen, sowieso nicht mit solchen Sachen, weil ein Idealformat hat jetzt einfach nur mal 50 mal 70 cm. Und der bin ich immer mindestens leicht drüber. Aber mir ist es egal, ich kann hier gut leben. So bleiben. Jetzt ist nämlich gar nicht fertig. Jetzt sind wir nämlich dran mit Fragen. Bevor ich die erste Frage stelle, kann ich noch sagen, was ich als nächstes Projekt im Sinn habe in Ihrer Umgebung. Nächsten Sommer wird es eine Ausstellung auf dem ehemaligen Autofriedhof in Kaufdorf. Das darf ich noch gar nicht erzählen und es ist ganz schlecht, dass es im Internet schon auftaucht, aber es ist mir gleich.
Weil Kaufdorfer haben etwas gegen den Alten angebracht. Und der, der dem gehört, ist ziemlich ein lustiger Vogel. Und viele haben ihn gar nicht gern, weil er alles macht, was man nicht so macht. Also, die Team macht eine Kunstausstellung, ist eine nationale Kunstausstellung. Und freut mich, sie wird nächstes Jahr den ganzen Sommer offen haben. Ähnlich ein bisschen wie Mottier. Und die besten Künstlerinnen und Künstler der Schweiz werden mitmachen. Bis jetzt hat noch niemand Nein gesagt, als ich angefragt habe. Und jetzt hat er vielleicht die nächste Frage. Oder eine Frage. Kulturministerium, wer das will, kostet 24 Franken, hat etwas über 100 Seiten. Vorne drin ein wunderschönes Bild mit meiner Uhr, die ich gesponsert habe. Und nächstes Jahr kommt noch ein kleines Büchlein raus mit allen Texten und allen Interviews, die ich gegeben habe, als Kulturminister geschrieben habe. Und der Roger Lehli hat ganz viel immer dokumentiert und es gibt auch ein Destillat von gewissen Sätzen, die ich ihm aber in die Kamera gerät. Aber jetzt ist es wirklich fertig. Merci vielmals. Merci vielmals.